So, da sind wir auch wieder bei Mass Effect. So. Wir haben es ja endlich geschafft, Saren zu überführen und sind jetzt selber ein Spectre. Jetzt brauchen wir noch ein Schiff. Da können wir doch gleich mal gucken, wo wir eins finden können. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich habe gerade Pause. Reden Sie mit jemand anderem, wenn Sie was brauchen. Mir geht im Moment zu viel durch den Kopf. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Vielleicht können Sie es. Sie sind Soldat, nicht wahr? Waren Sie schon mal in der Traverse? Die Traverse ist ein unangenehmes Gebiet. Wir haben uns eine Weile dort aufgehalten. Mein Bruder ist Captain auf einem Schiff namens Majesty. Es flog vor einigen Tagen durch die Traverse und verschwand dann. Es war plötzlich einfach weg. Normalerweise kann es nur zwei Gründe dafür geben, dass sie massive technische Probleme haben oder angegriffen wurden. Keine der beiden Optionen lässt Raum für Hoffnung. Ich werde meinen Bruder nicht aufgeben, noch nicht. Ich habe die Koordinaten der letzten Übertragung seines Schiffes. Wenn Ihr Bruder noch lebt, werde ich ihn finden. Geben Sie mir die Koordinaten. Ich werde sie sofort an Ihr Schiff übermitteln. Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Welches Schiff? Wir haben noch keins. Ah, na gut, wir können trotzdem helfen. Na gut. Wir müssen ja sowieso erstmal zum Ausrüstungsoffizier, glaube ich. Und dann... Ja, mal gucken. Oh. Ja, die Fahrstühle sind wirklich sehr schnell. Da muss ich nicht mal sagen, komm mal her. Na dann, ihr zwei. Habt ihr irgendwas Lustiges zu sagen? Anscheinend nicht. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Aha. Das klingt doch schon mal sehr verdächtig. Natürlich werde ich jetzt angeschrieben. Na gut, dann kann ich ja kurz mal Pause machen, also bis gleich. Ach, ist doch immer nett, wenn sich Freunde mal wieder melden, aber dass sie sich ausgerechnet immer dann melden müssen, wenn man gerade beschäftigt ist, das ist schon gemein. Oh, na gut. Ich sagte ihnen doch schon, dass sie gar nicht hier sein dürfen. Naja, deshalb laufe ich ja schon um die Wette. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar. Wer ist hier ein öffentliches Ärgernis? Okay. Was ist denn hier los? Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Sie sollten toleranter sein. Er versucht nur, seinem Glauben Ausdruck zu verleihen. Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem dickköpfigen Wabligen gestritten. Sie können es gern auch mal versuchen. Natürlich. Reden wir auch mal mit dieser eigenartigen Qualle hier. Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Warum bedrängt Sie der Zitadell-Sicherheitsofficer? Der Zitadell-Sicherheitsofficer verlangt, dass diese Person eine Evangelikaner-Erlaubnis erwirbt, um die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Lassen Sie mich mit dem Zitadell-Sicherheitsofficer reden. Vielleicht kann ich ihm die Situation erklären. Diese Person wäre sehr dankbar für Ihre... Irgendwelche Fortschritte mit dem Hanar? Oh, gute Frage. Wie machen wir das jetzt am besten? Tut mir leid. Ich werde Sie wissen lassen, wenn mir etwas einfällt. Es ist mir egal, was es ist, solange ich dadurch diesen Hanar los bin. Hat sich der Zorn des Zitadell-Sicherheitsofficers gelindert? Der Zitadell-Sicherheitsofficer macht nur seinen Job und Sie machen nur Ärger.
Diese Person ist zu bescheiden, um zu behaupten, dass der Citadel-Sicherheitsofficer mit zweierlei Maß misst. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Glauben Sie, die Entflammten würden wollen, dass Sie Ihre Gabe des Bewusstseins auf diese Weise nutzen? Die Entflammten wünschen, dass Ihre Botschaft an alle bewusstseinsfähigen Völker weitergegeben wird. Die Entflammten hätten bestimmt nicht gewollt, dass Ihre Botschaft durch das Brechen der Gesetze verkündet wird. Diese Person vernimmt die Weisheit in diesen Worten. Vielleicht hat ihr der Enthusiasmus den Verstand geblendet. Diese Person wird jetzt gehen und nicht wieder das Präsidium aufsuchen. Okay, doch. Endlich ist der Hanar weg. Ich danke Ihnen. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss mich bei meinen Vorgesetzten melden. Mann, was man nicht alles erlebt hier. Da haben wir jetzt einen Prediger verscheucht, also. Nee, nee. Sachen gibt's hier. Okay, wenn ich mich nicht ganz total irre, müsste die Seesicherheit doch hier unten sein. Mal gucken. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Hey, Aufzug. Okay, doch. Das nenne ich Service. Und runter, bitte. Ach, das war plötzlich nicht so schnell. Haben Sie es je bereut, die Zitadellsicherheit verlassen zu haben, um Saren zu verfolgen, Garrus? Einen abtrünnigen Spekter zu bekämpfen, wobei unzählige Leben auf dem Spiel stehen und es keine einschränkenden Regeln gibt? Ich würde sagen, dass es die Zitadellsicherheit um Längen schlägt. Ich freue mich, dass die bevorstehende Vernichtung allen organischen Lebens ihre Karrierechancen verbessert hat. Ich glaube, so hat das nicht gemeint, Talia, also. Oh Mann, oh Mann. Mit den beiden erlebt man was. Bitte aufmachen, danke. Ach, das Ausrüstungsbüro ist ja hier. So. Ich möchte gerne Spectre-Ausrüstung haben, mein guter Mann. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle, stimmt das in etwa? Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten, Spectre? Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie da sind. Tut mir leid, Commander. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Normalerweise kriegen alle die schlechten Sachen zu sehen, oder was ist hier los? Oh mein Gott. Ja, aber die Preise könnten natürlich wieder besser sein. So, ja, Lizenz Aldrin Labs. Na dann, nehmen wir die gleich mal. Ein Bioverstärker. Nice, nice. Kann ich mir noch nicht leisten. Ihr seid mir einfach zu teuer. Aber wenigstens habe ich schon mal eine Lizenz für unseren Schiffhändler. Ach ne, warte mal. Ich glaube, zum Schiff geht's auch hierher. Also, mal gucken. Ach, zur Andockbucht. Wusste ich's doch. Binhex hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat.
Die Kroganer hatten Binhex damit beauftragt, Studien durchzuführen, um ihre genetische Sterilisation auf lange Sicht heilen zu können. Später klagte die Gruppe auf die Rückzahlung ihres Geldes, als die Studie keine verwendbaren Ergebnisse hervorbrachte. Ah, na super. Sind wir endlich oben? Ja, sind wir. Ach, und Dina und der gute Anderson sind ja auch schon da. Na, wie geht's euch denn? Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Ich passe gut auf Sie auf, Sir. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Was für Hinweise haben wir? Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geht gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Sonst noch was? Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Welten im Artemis-Tau-Cluster. Das ist doch schon mal interessant. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Ich werde versuchen, Ihnen die Sache nicht noch schwerer zu machen, Botschafter. Das freut mich, Commander. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Oh Mann. Armer Anderson, aber es muss wohl sein, wir haben jetzt ein Schiff und eine nette Crew. Dann verschwinden wir mal von hier. Bereithalten, Landungsdruck. Dekontamination aktiv. Nur weil ihr eine Lichtschranke da durchfährt, also. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Captain Anderson sollte das Kommando haben. Ich fühle mich, als hätte ich ihm sein Schiff weggenommen. Der Captain wurde ausgebotet. Aber Sie hätten auch nichts daran ändern können. Wir geben Ihnen keine Schuld. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Okay, dann würde ich sagen, eine ehrliche Ansage. Hier spricht Commander Shepard. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Ich will meine Crew nicht anlügen. Das wird keine leichte Mission. Schon viel zu lange hat sich unser Volk aus Konflikten herausgehalten. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen und der Galaxie helfen. Jetzt können wir zeigen, wozu die Menschen imstande sind. Bis jetzt wurde nur eine menschliche Siedlung in der Traverse angegriffen. Aber Saren hat noch viel mehr vor. Seine Geth-Armeen werden nicht am Rand des Zitadellsektors verbleiben. Die Menschen stehen in der Verantwortung. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für alle Völker des Ratssektors. Saren muss aufgehalten werden. Und ich verspreche, dass uns das gelingen wird. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. Ja, Zugabe. Oh, da können wir noch was gucken. Ja, das gibt auch wieder etwas Erfahrung, aber na gut. Wir wissen jetzt, was zu tun ist.
An sich kann ich wirklich raten, zuallererst Liara zu retten, denn... Ja, und ich sag wirklich retten, denn ihr werdet gleich sehen, wieso. Denn das ist die wirklich noch die einfachste von allen drei Missionen, die man da machen kann. Okay. Ach ja, mit Rechtsklick kann man dann herauszoomen, stimmt. Aber wie gesagt, in den späteren Spielen ist das völlig anders, also... Jahresausgrabungsstätte. Die Finanzstation. Ich würde sagen, erstmal Asteroid X57. Ab nach Asgard. Zur Tor. Nee. Nicht dieses Asgard. Gut, landen wir mal drauf, mal schauen, was da ist. Was ich ja schon interessant finde, denn ich kann mich gar nicht erinnern, was das ist.